Die meisten von uns blicken mit schönen Erinnerungen auf ihre Kindheit zurück. Eine Zeit ohne Verantwortung, nur mit Filmen, Cartoons und purem und verfälschtem Spaß. Aber tief in uns drin war es vielleicht nicht nur Liebe und Lachen. Und hier sind ein paar Wahrheiten, die das beweisen. Big Bird im Weltall. Es war der Morgen des 28. Januar 1986, als die Welt entsetzt zusah, wie die wertvolle Space Shuttle Challenger Rakete der NASA explodierte und nur 73 Sekunden nach dem Start auf dem Weg zur Erdumlaufbahn auseinanderbrach. Die Katastrophe kostete 7 Besatzungsmitgliedern das Leben, darunter auch Krista McAuliffe, eine Sozialkundelehrerin, die sich gegen 11.000 andere Bewerber durchgesetzt hatte, die hofften, die erste Zivilistin im Weltraum zu sein. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass einer dieser potenziellen Weltraumkadetten niemand anderes als die überlebensgroße Lernpuppe Big Bird aus der Sesamstraße war. Carol Spinney, Big Birds Schöpferin und Puppenspielerin, war die erste Person, die im Rahmen der NASA-Mission gewöhnliche Menschen ins All zu bringen, an Bord des Shuttles gehen durfte, zusammen mit der offiziellen Crew. Anfang der 80er Jahre wurde ein neues Programm mit dem Namen Space Flight Participation Program entwickelt, um die Öffentlichkeit für die Raumfahrt zu begeistern. Und der liebenswerte gelbe Kanarienvogel wurde als perfekt geeignet angesehen, um Kinder an Bord zu bringen. Glücklicherweise zog Big Bird nie seinen Raumanzug an. Spinney behauptet immer noch, dass die Größe des Vogels von 1,80 Meter ein kleines Problem darstellte. Aber stell dir vor, wie nah die Kinder Amerikas dran waren, ihre Lieblingsfernsehfigur live auf Sendung in Flammen aufgehen zu sehen. Der Fluch der Power Rangers. Ob du nun eingefleischter Fan bist oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass die Power Rangers eine wichtige Rolle in der Kindheit auf der ganzen Welt gespielt haben. Obwohl die bunten Superhelden in ihren Spandex-Kostümen im Laufe der Jahre von verschiedenen Schauspielern verkörpert wurden, erinnern sich viele noch an die Originalbesetzung aus den 90er Jahren. Aber wie viel weißt du über die Menschen hinter den Kostümen? Die Darsteller der ursprünglichen Mighty Morphin Power Rangers und ihrer späteren Reinkarnationen haben eine lange Geschichte voller Tragödien hinter sich, seit sie 93 zum ersten Mal auf unsere Bildschirme kamen. David Yost, der Billy, den blauen Ranger, spielte, hat enthüllt, dass er am Set Opfer von homophobem Mobbing wurde, was ihn dazu veranlasste, sich nach seinem Ausstieg aus der Serie im Jahr 1996 freiwillig einer schwulen Konvertierungstherapie zu unterziehen. Zum Glück hat er inzwischen seine Sexualität akzeptiert und nutzt seine Erfahrungen, um anderen zu helfen. In einer makabren Wendung bekannte sich der rote Ranger aus der Version von 2002, gespielt von Ricardo Medina Jr., 2017 für nicht schuldig, seinen Mitbewohner mit einem Schwert angegriffen und tödlich verletzt zu haben, da er seine alte Rolle vielleicht etwas zu ernst nahm. Der ursprüngliche grüne Ranger, Tommy Oliver, gespielt von Jason David Frank, ist inzwischen ein MMA-Star mit einer 100%igen Siegerquote. Heutzutage wäre eine Ranger-Wiedervereinigung gar nicht mehr möglich, weil die gelbe Rangerin, Theo Trang, im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, was den Volksglauben verstärkt, dass es einen echten Power Ranger Fluch gibt. Dr. Seuss geheimes Leben. Theodore Geisel, auch bekannt als Dr. Seuss, ist einer der beliebtesten Kinderbuchautoren der Welt und verantwortlich für die Erschaffung einer ganzen Reihe kultiger Kinderfiguren, von der Katze im Hut bis zum Grinch. Dass er selbst keine Kinder hatte, hat einige zur Annahme verleitet, dass Seuss Kinder nicht mochte, obwohl seine Gleichgültigkeit nicht bewiesen ist, war sein Privatleben dennoch alles andere als perfekt. Geisel war mit seiner ersten Frau Helen Palmer verheiratet, die an Krebs erkrankt war, als er die bereits verheiratete Audrey Stone Diamond kennenlernte und sich in sie verliebte, woraufhin eine skandalöse Affäre begann. Diamond ließ sich von ihrem Mann scheiden, um mit Geisel zusammen zu sein, während Helen mit sich rang und schließlich beschloss, sich das Leben zu nehmen, indem sie im Oktober 67 eine Überdosis Barbiturate nahm. In einem herzzerreißenden Abschiedsbrief schrieb Helen: "Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen", und beschloss sogar, den Ruf ihres geliebten Mannes zu schützen, indem sie vorschlug: "Mein Abgang wird ein ziemliches Gerücht hinterlassen, aber du kannst sagen, dass ich überarbeitet und überreizt war. Denke manchmal an den Spaß, den wir all die Jahre hatten." Im darauffolgenden Sommer heirateten Seuss und Audrey Diamond, und eine skandalöse Vergangenheit blieb unter Verschluss, um sein Image als ewig reimender, fröhlicher Kinderbuchautor aufrechtzuerhalten. Das Schicksal von Dorothy Gale.
Der Zauberer von Oz ist einer der bekanntesten Filme aller Zeiten. Er wird jedes Jahr zu Weihnachten im Fernsehen ausgestrahlt. Er hat den beliebten Western Wicked hervorgebracht und seine schrulligen Charaktere sind aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Obwohl die Verfilmung aus dem Jahr 1939 sofort zur Ikone wurde und 6 Oscar-Nominierungen erhielt, wissen nur wenige, wie grausam viele der Schauspieler hinter den Kulissen behandelt wurden. Die titelgebende Rolle der Dorothy mag perfekt für die junge und unglaublich talentierte Judy Garland gewesen sein, aber ihre Erfahrungen am Drehort waren alles andere als das. Um die 17-jährige Garland so kindlich wie möglich erscheinen zu lassen, wurde sie gezwungen, während der Dreharbeiten ein einschränkendes Korsett zu tragen. Und ihr Gewicht wurde durch eine Diät aus Hühnersuppe, Zigaretten und Kaffee reguliert. Die MGM Studios ließen Garland sogar wie ein Uhrwerk laufen, indem sie ihr Aufputschmittel gaben, damit sie 16 Stunden am Tag arbeitete und ihr Schlaftabletten verabreichten, wenn sie sich ausruhen sollte. Diese schreckliche Erfahrung hatte zweifellos Auswirkungen auf Garlands späteres Leben, denn während ihrer dritten 13-jährigen Ehe unternahm sie etwa 20 Selbstmordversuche und starb schließlich im Alter von 47 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Barbiturate. Die gelbe Ziegelsteinstraße verläuft nicht immer reibungslos. Auch Dorothys Freunde litten sehr unter einer Reihe von Versäumnissen bei den Dreharbeiten, die heute als nicht mehr filmtauglich gelten würden. Der berüchtigte Anzug von Bert Lahr, der den liebenswerten Falken Löwen spielte, war aus echtem Löwenfell und Haar gefertigt und wog rund 45 Kilogramm, was die Dreharbeiten so unbequem machte, dass 2 Assistenten den Anzug jede Nacht nach übermäßigem Schwitzen trocknen mussten. Der ursprüngliche Blechmann Buddy Ebsen wäre beinahe gestorben, nachdem er den gefährlichen Aluminiumstaub der giftigen Körperfarbe eingeatmet hatte, der seine Lungen kollabieren ließ. Der Verwendung giftiger Materialien für die Dreharbeiten schien für MGN jedoch kein großes Problem darzustellen, denn der Kunstschnee, der in der berüchtigten Mohnblumenszene verwendet wurde, bestand zu 100% aus Industrieasbest. Auch die Vogelscheuche war nicht ganz ungefährlich, denn die Gesichtsprothese, mit der sie ihr ikonisches Aussehen erhielt, hinterließ über ein Jahr lang sichtbare Spuren in Roy Bolgers Gesicht. Und hatte ich schon erwähnt, dass er im Originaldrehbuch eine Romanze mit Dorothy haben sollte? Ich schmelze! Wörtlich? Margaret Hamiltons unvergessliche Darstellung der bösen Hexe des Westens wurde als so furchteinflößend angesehen, dass viele ihrer Szenen auf dem Boden des Schneideraums liegen blieben. Aber das ist kein Vergleich zu dem Horror, den sie selbst am Set erlebte. Ihre lindgrüne Haut mag heute ikonisch sein, aber die Gesichtsfarbe, die sie benutzte, färbte Hamilton wochenlang ein. Und die chemische Mischung, die sie benutzte, war so giftig, dass sie keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte und während der Produktion vorübergehend auf eine Flüssigdiät umgestellt werden musste. Als ob das nicht schon genug wäre, gingen bei den Dreharbeiten zu ihrem Abgang aus dem Munchkinland Hamiltons Kleid, ihr Besen und ihr Hut in Flammen auf, sodass sie Verbrennungen dritten Grades im Gesicht und an den Händen erlitt und 6 Wochen krankgeschrieben werden musste. Sie kehrte zu den Dreharbeiten zurück, allerdings nur unter einer Bedingung: keine Pyrotechnik mehr. Stolzes Land Tabu. Der König der Löwen ist ein beliebtes Kindheitsmärchen und der jüngste Live-Action-Reboot versuchte, die Geschichten so glaubhaft wie möglich zu machen, indem er die Figuren als lebensechte Tiere darstellte. Die Handlung ein wenig zu wörtlich zu nehmen, hat sich jedoch für einige Online-Spekulanten als problematisch erwiesen, die zu der Erkenntnis kamen, dass die aufkeimende Beziehung zwischen Simba und Nala wahrscheinlich ein Produkt von Inzest wäre. Dieser unappetitliche Gedanke resultiert aus der natürlichen Dynamik eines echten Löwenrudels, in dem es in der Regel nur ein erwachsenes Männchen gibt, was bedeutet, dass Mufasa wahrscheinlich Nalas Vater ist. Sie könnte aber auch Scars Kind sein, was die beiden Jungen zu Cousins und Cousinen machen würde. Als ob das nicht schon reichen würde, hat ein grausamer Mensch darauf hingewiesen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines Löwen in freier Wildbahn bei 15 Jahren liegt. Der echte Simba wäre also schon 2009 gestorben. Flipper der Delfin. Nicht nur Tiere aus Zeichentrickfilmen sind in der Lage, dich mitten in deine Kindheit zu versetzen und der Fall des echten Flipper aus der beliebten 60er-Jahre-Show ist ein wahrer Seelentröster. Wie bei vielen langjährigen Shows mit echten Tieren wurde die Rolle von Flipper während der 3-jährigen Laufzeit der Show von 5 verschiedenen trainierten Delfinen ausgeführt und eines der beliebtesten Wassertiere, Kathy, nahm ein tragisches Ende. Kathy hatte ihren Lebensabend in isolierter Gefangenschaft verbracht, als sie aufgrund ihrer eingeschränkten Lebensqualität Anzeichen einer beginnenden Depression zeigte, sodass sie die Dinge selbst in die Hand nahm. Oder ihre Flossen. Kathy soll ein letztes Mal in die Arme ihres ehemaligen TV-Trainers Rick O'Berry geschwommen sein, bevor sie absichtlich die Atmung aussetzte und sich in einem Akt des Selbstmordes auf den Grund des Beckens sinken ließ. Ich weine nicht, du weinst.
das nicht ganz so tolle Leben. Mr. Mosby ist der trottelige, aber verklemmte Manager des Tipton Hotels in dem Disney Channel Hit Hotel Zack & Cody mit den Zwillingen Dylan und Cole Sprouse. Phil Lewis trat 2005 zum ersten Mal in der Rolle des Fanlieblings auf und spielte Mr. Mosby auch in den Spin-Offs sowie in einigen Folgen von Hannah Montana und die Zauberer von Waverly Place und vielen mehr. Was könnte also so verderblich an diesen Kindheitshelden sein? Nun, 1991 wurde Lewis verhaftet und wegen Totschlags und Trunkenheit am Steuer angeklagt, nachdem er den Tod einer 21-jährigen Frau zu verantworten hatte, während er dreimal über dem gesetzlichen Grenzwert für Trunkenheit lag. Lewis wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, aber seine Strafe wurde aufgrund seiner einflussreichen Arbeit mit einer Theatergruppe im Gefängnis auf 1 Jahr reduziert. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass du Mr. Mosby jemals in demselben nostalgischen Licht sehen wirst. Auf den Fluren wird nicht gerannt. Albträume mit Kinderreimen. Die meisten Kinderreime sind ziemlich allgemein bekannt und wenn du sie nicht zu Hause oder in der Schule gelernt hast, hast du sie wahrscheinlich schon woanders gehört. Für unsere erwachsenen Ohren klingen sie meist wie kindlicher Unsinn, aber was wäre, wenn einige dieser fröhlichen Sprüche eine unheimliche Bedeutung hätten? Nimm zum Beispiel, das kleine Schweinchen ging auf den Markt. Wie viele von uns stellen sich ein kleines Schweinchen vor, das zum Markt geht, um Gemüse für seine anderen Schweinchenfreunde zu kaufen? Dieses rosige Bild ist sicherlich nicht außerhalb des Bereiches der kindlichen Möglichkeiten, aber im Nachhinein betrachtet ist es wahrscheinlicher, dass das betreffende Schwein zum Bauernmarkt gebracht wird, um geschlachtet zu werden. Währenddessen erwartet seine Freunde ein ähnliches Schicksal. Einer blieb zu Hause, weil seine Zeit noch nicht gekommen war, einer wurde gezwungen, Roastbeef zu essen, um ihn zu mästen, ein anderer war schon fett genug und hatte keine und oh, und dieses Quiek, Quiek, Quiek auf dem ganzen Weg nach Hause? Das wird das Schwein sein, das vor Angst quiekt, während es abtransportiert wird. Was ist mit dem Ohrwurm Ring Around the Rosie? Ich sage es dir nur ungern, aber da geht es um die Pest. Man nimmt an, dass der Reim aus dem mittelalterlichen Europa kommt, zu einer Zeit, in der die Beulenpest grassierte und seine dunklen Ursprünge spiegeln sich in den nicht ganz so unschuldigen Zeilen wider. Erlaube mir es aufzuschlüsseln. Der Ring Around the Rosie bezieht sich auf einen roten, ringförmigen Ausschlag, der ein häufiges Symptom der Pest war, während die Tasche voller Sträuße Kräuter waren, die man bei sich trug, um den Geruch der Krankheit abzuwehren. Das ganze Aschu Aschu steht für das Niesen, das mit der Krankheit verbunden ist und das Ende, an dem sie alle umfallen. Nun, das musst du schon selbst herausfinden. Sag Nein zu Gag. Der beliebte Kinderfernsehsender Nickelodeon ist nicht nur für eine ganze Reihe nostalgischer Sendungen bekannt, sondern auch für sein Markenzeichen, den grünen Schleim, der in verschiedenen Sendungen und bei den Kids' Choice Awards verwendet wurde, wo alle möglichen Prominenten eingeschleimt wurden, während das Publikum hysterisch lachte. Der kultige grüne Schleim stammt ursprünglich aus der Show Double Dare und wurde über die Jahre wie verrückt vermarktet. Es gab sogar Schleim-Ketchup und Schleimgrünes Müsli. Die beliebteste Form des guten alten Nick-Schleims war das Kinderspielzeug mit dem Spitznamen Gag. Aber obwohl es ein Albtraum ist, ihn aus dem Teppich zu bekommen, was kann an diesem bunten Schleim so verwerflich sein? In einem Interview aus dem Jahre 2013 hat der Moderator von Double Dare, Mark Summers, erklärt, was es mit diesem scheinbar unsinnigen Namen auf sich hat. Und es ist definitiv nicht das, was man von einem Produkt erwartet, das für Kinder vermarktet wird. Es stellte sich heraus, dass Kinder ihre Eltern um das Produkt eines Insider-Witzes eines in Philadelphia ansässigen Produktionsteams anflehten, das den Schleim nach dem lokalen Straßennamen für eine Droge der Klasse A benannte. Wenn überhaupt, dann wurde hier eine Gelegenheit verpasst, Kindern zu ermutigen, einfach Nein zu Gag zu sagen. Wie viele dieser Fakten haben dich dazu gebracht, deine Kindheit zu überdenken? Hast du das Bedürfnis, die Ungesehen-Taste zu drücken, nachdem du dieses Video hier gesehen hast? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.